Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin heute in einem weiteren Pop-Up-Freizeitpark, nämlich im Ibiland, das ist in Ibbenbüren. Und das ist gar nicht so klein. Hier gibt es nämlich eine Wildwasserbahn, eine Achterbahn, nämlich hier den X-Racer, ein Riesenrad und noch ein paar weitere Attraktionen, die ihr alle gleich seht. Aber kurz was, wie das hier abläuft. Hier kann man keine Tickets online buchen. Man kommt hier vor Ort hin, kann aber vorher auf der Homepage gucken, wie viele gerade hier drin sind. Jetzt sind, glaube ich, so um die 100 drin und es dürfen höchstens 1500 Leute rein und deswegen kann man das immer sehen. Man zahlt auch an sich keinen Eintritt, aber man zahlt einen Mindestverzehr, Mindestfahrpreis. Man zahlt nämlich 10 Euro an der Kasse, kriegt dafür aber einen Beutel voller Ibitaler und die sind halt auch 10 Euro wert. Und deswegen zahlt man eigentlich nichts an Eintritt, was ich ziemlich cool finde. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt auf den X-Racer, weil den Count habe ich noch nicht. Ist eine wilde Maus von Maurer. Ja, und die fahren wir jetzt mal. Yeah, yeah, yeah. Pound for pound, we're a perfect match, pulling punches, but toe to toe, we're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Worse together, we're better off, and we can't. Wir kommen jetzt aus dem X-Racer und ich habe sehr Schlimmes erwartet, weil die im Eifelpark war sehr, sehr schlimm und die ist ja auch von Maurer. Aber eigentlich ging es, also gerade von den Bremsen ging es her, die waren jetzt nicht so mega schlimm, wie ich erwartet habe. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. Ich bin jetzt noch eine zweite Attraktion gefahren, nämlich die Wasserbahn Big Splash. Und das ist auf jeden Fall eine ganz nette Wasserbahn mit zwei Abfahrten, einen Double Drop und eine große Abfahrt nochmal. Hat jetzt 4 Euro gekostet, also 4 Ibitaler und war auf jeden Fall ganz nett. Und ich finde, das sieht hier alles so ein bisschen nett gemacht aus. Hier sind so sehr, sehr viele Pflanzen und damit sieht es eher wie ein Freizeitpark, so ein Kirmes-Freizeitpark aus. So, der Kilian wird jetzt eine Runde. Worauf gehen? Mach 1. Ein Booster, glaube ich. Hammer. Auf jeden Fall ganz cool. Der stand auch schon mal in Köln. Da bin ich ihn aber nicht gefahren, weil er da viel zu voll war. War halt am Familientag. Aber sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und den sieht man nicht so oft, finde ich. Yeah. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. So, hallo. Hallo, Cedric. Hallo. Wo warst du gerade drauf? Ich war gerade auf Mach 1, dem Booster. Warte, bleib mal kurz stehen. Ja. Und der war sehr gut. Also ich fand ihn deutlich besser als Apollo 13 persönlich. Kommt aber, glaube ich, auch auf das Gewicht und die Verlagerung drauf an. Aber mir hat er sehr gut gefallen und ja, Schande über dich, dass du ihn nicht gefahren bist. Ja, dafür bin ich ja die Wasserbahn gefahren. Da war Kilian nicht dabei. Der Cedric hat was verpasst. Ja, aber ja, war auf jeden Fall gut. Daumen hoch. I always felt like I'm a loner, when everybody thinks they know ya, and y'all don't even know I own ya, and now I'm ready taking over,
I'ma blow up. Ich werde jetzt auf den Scheibenwischer Avengers gehen, da ich in Eschweiler auf Scheibenwischer so viel Spaß hatte, dachte ich, könnte ich das jetzt auf jeden Fall nochmal machen. Ja, genau, das werde ich jetzt einfach mal tun. Ich komme jetzt aus dem Avengers und wir haben aber auch den Park verlassen und der Avengers war jetzt die Fahrt jetzt nicht so mega, mega nice, weil ich hatte halt aus Eschweiler eine viel, 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 viel bessere Fahrt gehabt. Aber das Teil sieht ganz nett aus, von außen schön thematisiert und ich glaube normalerweise hat es auch ein Becherspiel, jetzt zur Corona-Zeit leider nicht. Wir haben auf jeden Fall den Park verlassen und wollten noch einmal sagen, was es da alles für Attraktionen jetzt gab. Es gab eine Wildwasserbahn, die bin ich ja auch gefahren. Es gab einen X-Racer, eine coole Achterbahn, eine wilde Maus, die hat Spaß gemacht. Das ist auch die einzigste Achterbahn da. Dann gibt es einen Breakdance, es gibt einen Heartbreaker, es gibt den Mach 1, das KMG-Teil. Booster, irgendwas, keine Ahnung. Dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Kinderfahrgeschäfte. Was gab es noch? Was habe ich vergessen? Es gab noch so eine Art, es war kein Musikexpress, aber dieses Schlitten. Ja, Schlittenfahrt oder so. Dann gab es noch ein Laufhaus. Es gab einen Autoscooter natürlich. Ich glaube, das war's dann, oder? Ah, nee, natürlich den, wie hieß das Ding? Rocket. Afterburner. Flipfly oder nee, wie hieß der? Hip-Hop-Fly. Das stand da alles, also eine relativ gute Bestickung. Bestickung finde ich persönlich relativ. Nicht besonders viel, aber dafür ganz gut. Ja, ist ja jetzt nicht ein Riesenplatz, aber sehr bunt gemischt für jeden was dabei, für die Familie, aber auch für die, die es mehr schneller mögen. Und auf jeden Fall, gerade als wir rausgegangen sind, haben wir noch die Schaustellerin vom X-Race da getroffen. Die hat uns gefragt, ob wir gute Aufnahmen gemacht haben und so. Und dann haben wir uns noch relativ lange mit der unterhalten. Auf jeden Fall sehr sympathisch. Und was? Ja, also sie war sehr sympathisch, hat auch ein bisschen erzählt so vom Schaustellerleben und es war sehr interessant. Ich glaube, wir haben am Ende über eine halbe Stunde geredet. Also wir haben es so dann so in das Gespräch so reingefunden, dass es sehr lange gedauert hat und war auf jeden Fall sehr nett und hat ein bisschen geholfen, so besser zu verstehen, in welcher Not die Schausteller momentan auch sind. Und deswegen sollte ich auf jeden Fall Pop-Up-Freizeitparks besuchen, um die Schausteller zu unterstützen. Das auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal ein kleines Fazit insgesamt dann zum Park, weil ich habe ja gesagt, Attraktionen gefallen mir schon mal ziemlich gut. Insgesamt das System, dass man an sich keinen Eintritt, sondern nur einen Mindestverzehrwert zahlt, finde ich auch ziemlich gut. Nur einen kleinen Kritikpunkt habe ich daran, dass man sozusagen immer nur 10er-Beutel kaufen kann. Man kann immer nur für einen 10er das kaufen. Ich hoffe, man hört jetzt nicht den Wind zu stark, weil es hier relativ windig ist. Ja, er wollte in meinem Vlog sein, der da hinten im Auto. Ja, ja. Auf jeden Fall, das war halt ein bisschen blöd gelöst, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass das wegen Corona nur so geht, dass sie diese abgepackten, desinfizierten Chips nur in diesen 10er-Tüten rausgeben dürfen. Aber sonst, man muss halt keinen Eintritt zahlen und damit ist das alles super. Die Toilette war sauber, kostet auch 50 Cent, aber ist alles cool auf jeden Fall. Und an sich haben sie es halt relativ nett gemacht. Die haben viele Pflanzen da stehen. Die haben irgendwie auch der Platz, finde ich, ganz schön. Die haben einen Rundgang gemacht und hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nicht wirklich. Da kommt ein Auto. Ja. Aber es war auf jeden Fall ganz nett. Gute Fahrgeschäfte kann man auf jeden Fall ein paar Stunden verbringen. Und es gibt auch keine zeitliche Begrenzung. Also war ganz gut, ja. Jo, ich hoffe, euch hat der kleine Vlog hier gefallen. Genau, das Ganze geht da jetzt einen Monat lang. Ich weiß nicht genau, jetzt das Datum. Das geht am Essen geht jetzt sowieso einfach mal auf die Seite Indeland. Nee, nicht Inde. Also nee, sorry. Ibiland. Ibiland. www.ibi.land. Also IBBI. Die Seite solltet ihr auf jeden Fall abchecken. Da steht auch immer, wie viele Besucher gerade da sind. Was ziemlich interessant ist, finde ich allein schon. Weil halt höchstens 1500 Besucher auf dem Platz sein dürfen, aber so voll war es nicht. Aber wenn ihr jetzt mal an einem
mega vollen Tag, wo ihr denkt, oh scheiße, es könnte voll sein, dann guckt ihr lieber einmal kurz drauf und seht, ach, da sind nur 300, 400, 500 Leute oder hoffentlich überhaupt so viele. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, und sonst wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß auf YouTube. Schaut euch das gerne persönlich an. Mir hat's gut gefallen. Wir haben auch jetzt gar nicht so viel Geld dafür ausgegeben, dafür, dass ich 3 Sachen gefahren bin und du? 2, den Booster und die wilde Maus. Waren auf jeden Fall faire Preise soweit. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem anderen Video. Ciao! Some days there's no one else who loves me like you used to. But some days I'm not myself, there's no one I can turn to.